Damit alle Woche gehen zu Ende für die Lakers. Ja, zwei Spiele gegen die SCL Tigers innerhalb von zwei Tagen. Zuerst auswärts, jetzt daheim. Heute im Family Game, ausverkaufte Hütte heute. Sven Berger, wir schauen noch schnell zurück. Zwei Tage auf das Auswärtsspiel. Ein enorm wichtiges Weekend für die Lakers. Wie sind ihr in das Spiel reingegangen? Mit welchem Mindset? Ja, wir wollten den Sieg mehr wollen als den Gegner. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Wir wollten viel Energie reinbringen und ja, wir wollten härter wollen als sie arbeiten und dementsprechend zeigen, dass wir den Sieg mehr wollen als sie. Das haben wir uns vorgenommen und haben wir auch sehr gut gemacht. Wir haben sehr gut angefangen. Was nicht ideal war, ist, wir haben viel zu viele Strafen genommen. Das bricht den Rhythmus. Oder? Ja, spielen nicht alle PK und wenn du so viele Strafen hast, dann die 5-5 Eiszeit wird dann der eine ein bisschen weggenommen. Und das war sicher nicht ideal gewesen. Das haben wir angesprochen gehabt, werden wir heute auch nochmal ansprechen. Wir müssen diszipliniert spielen, dass wir wirklich unser Power-Hockey über 60 Minuten können durchziehen können. Ja, ich wollte es ansprechen. 9-2 Minuten Strafe haben wir kassiert. Ist das einfach so ein bisschen Disziplinlosigkeit gewesen, oder wie kannst du das erklären? Ja, eben. Ich meine, es wollen alle unbedingt, oder? Und dann bist du vielleicht manchmal ein bisschen übermotiviert. Und ja, am einfachsten ist es, um die Strafe wegzunehmen, wenn du wirklich den Stock auf dem Eis behalten. Wir reden hier von Stick und Pack, dass der Stock auf die Scheibe geht. Dann hast du ja nicht so Hakenstrafen, die Geschichte mit dem Stock. Darum viel Schlittschuh laufen und Stick und Pack. Also viel Schlittschuh laufen, dann haben wir den Stock auf dem Eis. Weiter gegen Langnau, das mal daheim, andere Ausgangslage, logischerweise. Ist irgendetwas anders im Vergleich zum Freitag? Nein, never change a winning team. Darum das Line-up wird genau gleich sein wie im letzten Spiel. Und ja, das Ziel ist auch klar, oder? Also, man könnte jetzt wieder ein bisschen nach oben schauen, oder ihr schaut sowieso Spiel für Spiel? Ja, Spiel für Spiel. Ich glaube, wir haben es aber auch schon immer so gemacht. Darum weit vorher schauen oder zurück schauen bringt nichts. Wir müssen im Moment sein und heute ist Spiel. Wir freuen uns riesig auf den Match. Daheim können spielen und ja, wie gesagt, wir freuen uns mega. Genau, es geht nicht mehr lang. Viertel vor vier hier in der St. Galler Kantonalbank Arena. Rapid gegen Langnau.